Ey, warte, was ist das Spiel rechts unten neben deinem Virtual Dub? Toe Soccer 2. Ach so. Und das neben Firefox? Toe Pocket Wars. Hä, was ist das? Extended Edition. Sag mir. Und das neben Osu? Toe 10.5. Ah, und ein Pickelkäfer. Pickelkäfer tragen Stacheln auf ihrem Rücken. Maximale KP 5 Angriff auf 3 Verteidigung 4. Ebenso wie Käfer sind sie sehr hart. Feuerattacken haben absolut keine Wirkung, aber wenn du sie umkürzt, fällt die für ihre Verteidigung auf 0 und du kannst angreifen. Aber wegen der Stacheln sind Sprungattacken nicht ganz einfach. Und was ist das neben dem Internet Explorer? Das ist einfach nur von. Von Virtual PC der Link. Ach so. Also XP Emulator. Naja. So. Jetzt meine letzte Frage. Du nimmst ja mit Camtasia meinen Ton auf, aber hast du dann nicht auch automatisch den Ingame-Sound mit? Deswegen habe ich am Anfang einen Abgleich von deiner Stimme und dem Ingame-Sound gemacht, weil das ist der Sound, den ich Ingame-Sound, den ich benutzen werde. Also nimmst du mit Virtual Dub gar keinen Ingame-Sound auf? Doch schon, aber der bringt mir nichts. Warum bringt er dir nicht? Weil. Ach so, du benutzt diesen und machst den vom Virtual Dub auslaufen, oder was? Ah, das ist ein Käfer. Käfer sind zwar niedlich, aber fies. Ja, die sind voll süß. Maximale KP 5, Angriffskraft 3, Verteidigung 4. Feuerattacken sind gegen diese dicke Fälle nicht sehr wirkungsvoll. Aber wenn du sie auf dem Rücken legst, fällt die Verteidigung auf 0. Kipp sie um, Mario. Zeig ihnen die Wirkung der Schulter. Was denn? Die gleich wie die Samurai aus meiner Kasse. Ist so ein Heider gerade irgendwie eine Robbe frisst. Oh, wie süß! Hundescheiße. Oh, wie süß! Halb zerfetzte Leiche. Oh, wie süß! Das ist die Samurai. Sie findet alles mit. Alter, ist ja voll der Nebel. Das dritte hat ja ein Item. Ja. Was auch immer seine Attacke eben bringen sollte. Die! Wir machen Let's Play zu Zelda, mal schauen. Ich hab das Spiel nicht mehr auf dem Emulator, will ich es nicht spielen. Auf dem Emulator will ich auch nicht spielen, das ist total schlecht. Du bist kein Giftpilz, oder? Nicht wirklich. Was wäre dann passiert? Maybe deadly. Ah. Natürlich kann man die auch mit normalen Sprungattacken umdrehen. Bei ihren Stachelvarianten geht das natürlich nicht. Ah ja, und die geben gute Erfahrung, also. Wow, von wo ist der wieder? Der ganze Raum ist voller Gegner. Ich glaube, da sind ungefähr 7 Stück oder so drinne. Wow, schön. Ja, das kämpft sich vor, ne? So. Wow, ich muss morgen. Ich komme noch nicht mal dazu, mit dem Hammer zu schlagen. Bevor mich gegnerischer. Ah. Ja, ich konnte die sowieso aus. Von daher ist das kein Problem, aber. Ja, Mann. Bald ist April, dann kann ich bei meinem Playboy-Kalender weiterblättern. Obwohl April ist, soweit ich weiß, hässlich. Nur mal schauen. Kannst du mal. April ist hässlich, du bist dumm. Das war geht April hässlich. Das war deine Worte zu mir. Ja, weil April ich im April Geburtstag habe. Ja, es tut mir leid. Ich mach dir mal ein Foto davon und dann kannst du mir sagen, wie schön du bist. Hattest du schon gemacht und du hattest recht. Aber darum geht's gerade nicht. Ach ja, ich hab's mit der Webcam. Nein. Genau, alle, die wissen, was Schlittenkitten ist, wir schreiben es in die Kommentare. Auch lieber nicht. Wenn jemand es in die Kommentare schreiben wird. Schick gibt's Schuld.
will jemand finden, der ohne Bild Schlittentitten erklären kann. Ich kenne keinen Menschen auf der Welt, der Schlittentitten ohne Zeichnen oder Bild erklären kann. Nebel! Are you serious? X! Ich bin ausgewichen, indem sie runtergekommen ist, um mich zu schlagen. Alter, die geht asynchron, wenn du lang aufnimmst. Was ist mit lang aufnehmen? Wird's dann nicht asynchron oder so? Nein. Nur die Videos werden eventuell asynchron bei Camtasia, aber das ist kein Problem, da ich mit Camtasia kein Video aufnehme. Ja. Ich persönlich hatte noch nie übrigens ein Problem mit dieser Asynchronität. Nö, ja, ich auch nicht. Warte. Du musst mir dann nachher noch deine... Wow, was ist das denn? Das geht auch nicht, schade. Du musst mir nachher mal deine Einstellungen geben. Wie gesagt, wenn ich damit schaffe, noch... Ja. Weil bei mir ist es irgendwie total nicht so HD wie bei dir. Bei dir ist es viel hochauflösender. Skill. Ach, hoch. Krieg nicht. Wir jetzt wissen. Yay! Ach, ich mach das. Pause. Und du musst mir dann auch noch nachher zeigen, wie du das mit Virtual Lab dann direkt renderst oder so. Oder halt vorrendern, weißt du, ich meine, oder? Ja. Abspeichern ist wichtig. Alter. Enrage! Maxi wirken. Yep. Ich habe letztens in die Konfi für die guten alten Zeiten meine schöne Zensur von dir geschickt. Und das war genau während Maxi beben. Du weißt, was da kommt. Obwohl, mach ruhig weiter, ich hätte mal wieder Lust, die einzufügen. Ma, Zi, B, Ben. Episch! Das nächste Mal sage ich Penis, weil dann bist du abgelenkt. Nein! Weil dann hast du wieder deine verwerfte Fantasie. Dann schneide ich das raus. Alter, so viel Geld, was man hier bekommt. 181. Orkansprung, bei richtiger Anwendung trifft Gegner, trifft Mario auch seine Luftgegner. Wow. Ja. Orden. Mit anderen Worten, er trifft alle Luftgegner mit einem Schlag. Wenn man das gut kann. Ach ja. Aber aktuell ist mir das nicht so wichtig. Du hast aber 3 freie Punkte, soweit ich weiß. Dann kann man den doch anlegen, wenn man freie Punkte hat. Oder hab ich das durchgemacht? Ach ja, ich hatte ja ein Level up, stimmt ja. Habe ich ja noch gar nicht verbraucht. Danke, dass du das erwähnst. Ha, Andy ist toll. So, und Hammerwurf. Muha. Die Gegner werden später hier wieder da sein. Das nächste Mal sehen wir jemanden. Insignia. Ja, ich habe mir auch gerade gedacht. Meine. Tschüss. Ich will nachher Oso mit Dev spielen. Mit Farben. Nö, er will Oso spielen. Es wurde die ganze Woche lang, also solange du nicht da warst, wurde so viel Oso gespielt. Und mal richtig viel. Und dann immer Catch the Beat, weil abgesehen von Midi und mir alle Catch the Beat Spieler waren. Oder Ort ist schon. Du weißt schon, dass ich auch Real Life habe, ne? Nein, hast du nicht. Das ist nur ein Alibi. Genau. So, wer betritt mal die Mansion? Grayson Arsch. Leise. Gruselig. Nicht. So. Unreif. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wow, es ist Silvester. Wie auch immer. Kochbuch. Ach ja, danke, das Kochbuch. Und den Insigne und den Eisschlag. Ah, du hast Degumbrina da, die kann kochen, weil Frau ist gleich Küche. Ja, sexistisch. Nee.
Nein, nein. Weißt du, dass das nur ein Scherz war, Mann? Ich bin nicht so einer, der denkt, Frauen und Kühe. Ich wäre der Hausmann. Ich möchte, dass meine Frau, wenn sie ein Kind hat, arbeiten geht und ich dann der Hausmann bin, der aufs Kind aufpasst. Alle meine Freunde sind was schon. Ich bin so traurig. Ja, Freunde, mit so einem Face. Vorher willst du mich da nicht durchlassen, Arsch. Ah, Gott. Ja. Wo, da oben ist ein Schlüssel. Gut. Dafür brauche ich gleich Kupio. Obvious wichtig. Den kannst du wahrscheinlich weiterschieben. Wie man eventuell auf den Spuren am Boden sieht. Ja. Oh mein Gott, das ist deine Aufnahme. Oh mein Gott. Damit will ich dir signalisieren, geh aus dem Zimmer. Oh, schau mal. Was tust du da in dem Garuch, an der Gaxe? Weg. Ich gibt es so viel abzustauben. Tschüss. In diesem viel Spaß noch. Level gibt es so viel abzustauben. Verdammt nochmal. Oh. Wie bitte schlasche die den Zimmer? Die Mario oh. P kostet wird um 1 verringert. Mm, so schön, Sparblüte. So. Entschuldigung, war gerade ja. Mein Bruder, aber ich wollte mich nicht muten. Ich konnte so eine süße Stimme noch nicht rausfahren. Man Bruder hat ihn nicht gehört. Charge, was ist Charge? Angriff erhöhen. Kampf raus. Multisprung habe ich. Vorsicht. Kampfhut. Eisschlag. Ich überlege gerade. Also Skulpturen. Ja. Eigentlich will ich ja Sparblüte drin haben. Verteidiger ist auch geil. Charge P. Flammen umgehe ich sowieso. Herzelang will ich haben. Erdbeben auch. Superstar brauche ich nicht so viel. Das ist sehr gut. Powerhauer benutze ich sowieso nicht. Schnellwechsel ist so teuer. Wow. Ah ja, Feuerschlag ist Erdbeben mit Feuerattribut. Aber ich muss lieber, ehrlich gesagt, Erdbeben, weil Feuerschlag ist teuer. Nicht Hammerwurf raus, Feuerschlag raus. Sparblüte. So, meine BP werden immer nur noch, kosten eins weniger, meine Techniken kosten ein BP weniger. Die, so welche Sachen kenne ich schon aus Luigi's Mansion, ne? Das ist definitiv eine schlechte Idee, was ich hier gerade tue. Ach, warte, Mann, jetzt habe ich mein Videobearbeitungsprogramm geöffnet. Schiebt sich fast der PC. Yay, wow, wow, puh. So, und geschlossen. Ich sehe dich wieder. Na, hast du gut aufgepasst? Dann kannst du mir bestimmt sagen, wie viele Geister aus dieser Kiste gekommen sind. 200. Leute, ich habe nachgeguckt, wie viele sind und es sind insgesamt 200. Richtig. Ich hab's ja, ist dein Gewinn. So leid es mir tut. Bis bald. Und yep, das Teil ist gut. Was soll ich dafür raustauen? Frost doch mal. Ja, geh weg. So. Es ist einfach verschlossen. Ich mag die Frost auch nicht so gerne wie einige andere Items. Nein, das war falsch. So, way. ja, was hat das hier? Damit ist man schneller. Was hat das gebracht? Ah, ja. And up we go. Hallo. Was ist zusammen? Willst du mich etwa ärgern? Nicht ärgern? Ja, ärgern, ärgern. Wirklich? Raus mit dir.
Siehst du? Du hättest ihn jetzt ärgern sollen, weil es ein Geist ist. Ein Geist will Mobbing. Ah. Oh, ich habe übrigens vorhin eine E-Mail bekommen. Twitch TV. Ich dachte schon, es gibt Leute, die mich mögen. Flapflaps. Hallo Flapflaps. Oh mein Gott, ich habe gerade Flapflaps verstanden. Nein, Flapflaps heißt die, glaube ich. Und zwar. Nein, du hast keine Steine. Ich auch nicht. Scanner. Wir machen heute Abend Filmabend, oder? Oh ja. Okay. Das ist ein Swooper. Swooper halt. Ja, Flapflap. Heißen so, weil sie im Schussflug angreifen. Ein Treffnarbe, genau ins Schwarze. Aber abgesehen davon, die Swooper sind ernstzunehmende Gegner. Maximal der KP 3, 6, Angriffskraft 3, Verteidigung 0. Sie lieben es anscheinend an der Decke zu hängen. Wenn du ihnen Schaden zufügst, lösen sie sich von der Decke. Und du kannst sie vielleicht endlich angreifen. Andy? Ja, Boden- und Deckengegner. Das heißt auch Gegner, die an der Decke hängen. Runter da! Wow, oh, weißt du schon, wie lustig, wenn die Decke runterfliegen würde? Autsch! Haha, wie geil! Ich hab gedacht, er greift mich nicht an, ehrlich gesagt. Weil. Ich kann die nicht ernst nehmen, tut mir leid. Ich glaube, ich spiele jetzt wenig Pokémon auf meinem iPhone. Oder Osu. Auf seinem iPhone. Spielt jetzt Pokémon. iPhone, du kannst nicht sagen iPhone. Ja, du kleine Bäckchen. Ja, Peter, ich sag. Jetzt nicht iPhone gesagt, sondern iPhone. Sag ich auch iPhone, wegen ihr. Ja. Nö, ich mag eben keine Kinder. Nein. Er heißt nicht umsonst Pedo Andy in unserer Konfi. So hätte ich nicht sagen sollen. Nein. Alle anderen hätten es sagen dürfen, ohne welche Konsequenzen, aber nicht du. Mann, ich wollte. Ich bin Babysitter, verdammte Scheiße. Im Sommer immer Babysitter. Ja, ich weiß. Ich verlange nicht mal Kohle dafür. Sondern weil ich die kleinen Kinder mag. Mag, nicht. Ficken. Mögen. Ja, Andy, es ist alles okay. Ach nein. Oh, jetzt könnte ich mal Arsch liegen. Wie langweilig. Alter, das kann ich nicht, wenn ich die Musik nicht höre. Das ist totaler. Pokémon. Oh mein Gott, sind hier viele Geister. Ich schau einmal auf dem Bildschirm. Alter, was hast du getan? Ich habe ihn nicht gemobbt. Los. Wow, ich bin im Pokémon Center. So. Ich weiß im Prinzip, was ich machen muss. Nehmt Yoshi. Nein, mein App ist abgestürzt. Rennt um euer Leben. Oder um euren Geisteszustand, weil es ist ziemlich seltsam, mehrere Geister zu haben, die euch rappen wollen. Immer so, wenn man den Turm bei dem Spiel einschält oder ausschaltet, dann stürzt das Game ab. Ah, dieser Sprung ist eigentlich gar nicht so schwer, weil man dafür nicht springen muss. Man muss einfach Kopio benutzen. Was habe ich gesagt, als ich diese Menschen betreten habe? Du kannst nicht durch das Privatgelände. Wo soll ich denn einen anderen Trainer hier besiegen? Mal ist doch nach oben. Ist hier nach links. Pass so auf! Pokémon Andy. Ich freue mich schon auf Pokémon Phoenix Rising. Was du freust dich auf Pokémon Phoenix Rising? Ja, das Fan-Mat-Game Phoenix Rising. Sag noch eins. So geil, wenn du dir da mal ein paar Sachen anguckst. Ich bin nicht so der Pokémon-Fan. Ich spiele es und das reicht. Ja, es ist ein Hack. Ein extrem geil gemachter Hack. So, das Teil wird jetzt mal geswitcht.